So, das übliche Test 1, 2, 3 habe ich gerade schon. Wir haben gerade schon diskutiert, woher das kommt, dass man immer 1, 2, 3 sagt. Aber irgendwie passiert es automatisch. Das wird natürlich jetzt etwas schwer gegen diesen Talk zu dieser Geschichte mit, was Musk würde tun in einem OEM. Ich bin froh, dass ich Ingenieur bin. Insofern habe ich da wahrscheinlich noch einen sicheren Job. Es freut mich, dass einige gekommen sind, um zu sehen, was man denn so auch ein bisschen rund um dieses Thema agil machen kann. Das auch tatsächlich so das in aller Munde Thema Process Mining, Process Intelligence, KI, alles ein bisschen streift. Es soll natürlich auch ein bisschen interaktiv sein. Ja? Also ich versuche jetzt hier keine Frontbeschallung zu tun, auch wenn es natürlich schwierig ist und ich die ein oder andere Frage vielleicht auch nach hinten schieben muss. Ich will versuchen, dass ich die ersten 30 Minuten so ein bisschen durchgehe, dass wir dann auch noch 10 Minuten Zeit haben. Wenn es aber auch Fragen gibt zwischendurch, dann einfach auch sich melden. Ja? Das Schlimmste, was passieren kann, ist tatsächlich, dass wir es nach hinten packen. Ja? Solltet ihr mich nicht verstehen, denn ich komme aus dem Schwabenländle, wie Sie schon gemerkt haben, dann einfach auch strecken. Ich versuche es möglichst hochdeutsch zu machen. Das klingt dann etwas komisch, aber insgesamt ein gewöhnungsbedürftiges Setup, wenn man sich selber so indirekt hört. Ich möchte mich auch erstmal nochmal entschuldigen. Wir sollten eigentlich zu zweit dort stehen. Ein Kollege, der aus dem Projekt kommt und der auch direkt noch einiges erzählen könnte, was die Motivation war, aufgrund der aktuellen Situation in der deutschen OEM-Branche, wurde darauf verzichtet. Insofern muss ich den Part jetzt auch übernehmen. Ich werde so gut wie möglich tun und so gut wie möglich auch darüber erzählen. So sei es. Vielleicht erstmal nur zwei kleine Sätzchen zu meiner Person. Ich komme tatsächlich von der Firma MAP. Das ist eine inzwischen 100%ige Porsche-Tochter. Heißt aber nicht, dass der OEM, von dem wir heute reden, unbedingt Porsche sein muss. Könnte sein, muss aber nicht sein. Wir arbeiten ca. 60% auch für andere Firmen, na, nicht nur OEM. Wir machen auch sehr viel Manufacturing, Retail und sonstige Geschichten. Aber natürlich sind wir heute auf dem Automotive Day. Insofern habe ich dann heute die Automotive-Brille auf und ich denke, das ist tatsächlich auch bekannt, dass die Firma da schon sehr viele Karten in diesem Beratungsgeschäft dort hat oder sehr viele Projekte macht. Ich selber mache 20 Jahre jetzt Prozessberatung, ja, am Anfang eher die Technik, das heißt EDI, Integrationssysteme, SAP Customizing. Ich glaube, in 20 Jahren macht man bei so einer Firma, wenn man ein bisschen agil unterwegs ist, auch das ein oder andere mit. Ja. Zunehmend kamen halt immer mehr Prozesserfahrungen durchs Doing mit rein, ja, sodass ich immer mehr Lust hatte, auch mehr mit Prozess und Prozessoptimierung zu tun. Irgendwann 2017 hatte ich eigentlich ein Tool gesucht, um für eine S4 HANA Transformation die Prozesse zu analysieren und auch zu monitoren. Kam dann zu einem Process Mining Anbieter in so ein Training, ganz zufälligerweise, und ich fand es so cool, dass man endlich Transparenz über seine Prozesse hat, dass ich gedacht habe, das ist was Cooles Neues, das gefällt mir, hat mit Prozessen zu tun, viel mit Technik zu tun, das mache ich einfach. Ja. Bei der Geschichte aktuell bin ich Mr. Process Mining bei der Company. Inzwischen sind sehr, sehr viele andere auch noch, ja, deswegen würde ich den Titel mir auch nicht mehr aneignen, aber tatsächlich bin ich noch in einer führenden Rolle, sagen wir so, dort dieses Thema dort weiter zu treiben. Das soll es aber auch schon gewesen sein. Ich habe noch eine kleine Frage in Raum. Wer kennt das Thema Process Mining? Wer hat noch nichts davon gehört? Einfach ganz kurz strecken, damit ich so ein bisschen... Okay, wer hat es schon mal gehört, aber noch nicht gesehen? Oder okay. Und wer hat es schon im Haus? Ganz spannende Frage. Du zählst nicht. Genau. Wer von Ihnen hat Jira oder von euch, wir sind ja jetzt partout, bis wir rausgehen, habe ich gelernt. Ne? Wer von euch hat Jira im Einsatz? Okay. Wer benutzt Hive? Du bist auch schon wieder raus hier. Robert ist raus. Okay, nur so ein bisschen, damit man so ein bisschen steuern kann, was die Sachen angeht. Also dann würde ich tatsächlich mal so 5 Minuten von den 30 Minuten opfern, um prinzipiell zu erklären, was das Thema ist, wo es ein bisschen hingeht, wo die, so die Tendenzen sind.
bevor wir uns zu dem Thema, was kann man denn da im Umfeld mit Jira machen oder was hat man da vielleicht gemacht? Ja. Process Mining hat im Prinzip zwei Sachen, Mining und Process. Ja, was heißt, früher gab es schon Data Mining, das heißt, man hat schon mit AI, mit manuellen Daten gesucht nach irgendwelchen Auffälligkeiten, Anomalien, irgendwelche Sachen. Man hat auch schon Prozesse gezeichnet. Ich weiß nicht, wer von Ihnen kennt Aris? Okay, relativ wenige. Ja. Es gibt auch andere Tools wie BIG und sonstige Konsorten, damit man auch die Vielfalt hat und keine Werbung für eine bestimmte Firma machen hier. Letztendlich war das Problem, dass diese Tools natürlich Prozesse zeichnen. Ne? Es kommt jemand und fragt, wie machst du deine Arbeit? Ja, ich mache es so links und rechts. Und wenn ich gut drauf bin, erwische ich viel von meinen Arbeitsschritten, die ich mache. Wenn ich schlecht drauf bin, erwische ich dann halt relativ wenige. Ja? Dementsprechend ist die Wahrheit auch immer nur so alt, wie ich gefragt worden bin. Und wenn ich sie gezeichnet habe, ist sie auch schon wieder alt. Ja? Und dann hat man irgendwann gefragt, kann man es nicht mehr anders machen? Ich habe doch überall inzwischen digitale Daten. Ich glaube, bei uns in der Firma war vor 2 Jahren, das was jetzt Gen AI ist, war damals digitale Transformation, Digitalisierung. Man hat doch überall digitale Daten. Ja, wenn ich vorbeilaufe in der Produktion am Band, dann habe ich ein Temperaturmesser, dann habe ich eine Lichtstärke, dann habe ich Daten von den Maschinen. Ja, ich habe überall Daten, kann ich aus denen nicht was machen und diesen Prozess rekonstruieren. Und das ist genau das, was quasi Process Mining macht. Es nimmt ihre Originaldaten aus den Systemen und rekonstruiert diese. Ja, und macht daraus quasi einen Prozessgraph, sodass man die tatsächlich auch sehen kann. Das sieht dann auch so richtig schön aus. Leider darf ich nur ein paar Screenshots zeigen, da die Limitierungen momentan sehr, sehr streng sind, was die originalen Screenshots angeht. Ich habe sie alle ein bisschen verfremdet, wenn welche drin sind. Also nicht wundern, dass da lauter Balken drin sind. Ja, das sind also tatsächlich, um die Daten ein bisschen zu verfremden. Nachteil an Process Mining und vielen Daten ist, dass man diese Sachen auch nicht so einfach nachbauen kann auf dem Testsystem bei uns. Ja. Denn wir reden da teilweise von Milliarden von Informationen, die man nicht einfach mal kopieren kann. Da kann ich noch so viele Werkstudenten dran setzen, das kriegt man einfach nicht hin. Insofern gibt es in diesem Umfeld meistens auch keine Testsysteme, sondern man arbeitet meistens in der Modellierung schon mit Echtdaten. Ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, nicht diese 3-Systemlandschaft, sondern tatsächlich auf einem. Was jetzt wichtig ist für Sie zu wissen, wenn Sie Process Mining machen und möchten, das heißt, Sie möchten mal quasi automatisch Ihren Prozess transparent machen und das Ganze, was drumherum hängt, dann ist wichtig, dass Sie tatsächlich überlegen, Sie brauchen eigentlich nur einen Zeitstempel im System. Er sollte eigentlich immer da sein, irgendwo wird immer drauf gedrückt, irgendwas gelockt. Man muss natürlich wissen, was ist das, was ich hier mache, also irgendwie ein Schlüssel, ein Geschäftsvorfall, eine Issue-ID, eine Projekt-ID, ja, irgendeine Nummer, ja. Und dann muss man irgendwie noch erkennen, was der Arbeitsschritt quasi ausmacht. Also wenn ein Flag zum Beispiel umgeswitcht wird. Ne? Ich nehme den Status dann und vorher war es approved oder sowas. Ja? Dann ist ein Flag, damit kann ich erkennen, ich habe jetzt was gemacht. Ja? Das sind die einzigen Voraussetzungen, die man tatsächlich braucht, um dieses Tool einzusetzen, um dieses Tooling einzusetzen und diese Visualisierung über diesen Prozessgrafen, was ja so eine Art Knotendatenbank darstellt, quasi zu tun. Und das ist tatsächlich sehr interessant, weil das um den Faktor 1 zu 1000 zu anderen BI-Tools teilweise von der Geschwindigkeit ist. Ja. Das heißt, wir haben bei vielen Firmen das Problem, dass wir sonst wochenlange Daten laden und gearbeitet haben im BI, was jetzt hier teilweise in Stunden passiert. Ja, das liegt einfach an der anderen Technik, In-Memory, Knoten, Datenbank und so weiter. Was noch sehr spannend ist, es gibt tatsächlich über 400 Konnektoren, das heißt, man kann auch alles anschließen, was bei Ihnen irgendwann im Unternehmen rum verwendet wird. Ja. Also muss man sich also auch schon mal keine Gedanken machen. Es gibt natürlich Sachen, die sind einfacher wie SAP. Das ist 4 Millionen Mal benutzt. Ja, da gibt es natürlich einen Stöpsel zum Anstöpseln. Wir sehen jetzt heute Jira. Ja, Jira gibt es auch in der Cloud schon Stöpsel, quasi Konnektoren. Das beim Kunden verwendete On-Premise-System ist tatsächlich teilweise auch ein bisschen älter gewesen. Ne? Da sieht man auch ein bisschen Projektverlauf. Da sieht man auch, was quasi schon passiert. Interessant wird die Sache, denn da kommt die Brücke zum KI, ich sag's mal auf Deutsch, wir reden in Deutsch. Tatsächlich gibt es viele unstrukturierte Prozessinformationen, die man bisher nicht nutzen konnte. Und das ist das, wo wir gerade dran arbeiten, dass man diese Informationen auch nutzen kann, die einfach immer Excel rumliegen, immer Word-Dokument, immer PDF. Ja. Das Einzige, wo man noch nicht anzapfen kann, ist tatsächlich der Mensch. Ja, also so weit geht es noch nicht, dass man den. Aber in der Regel ist so, sie machen immer irgendwas und dokumentieren es irgendwo. Ne? Das heißt, irgendwo ist das, was im Kopf ist, kommt irgendwann auch mal tatsächlich digital vor. Insofern kann man das auch tun. Ne? Aber wenn wir jetzt mal schauen, dann sieht man,
zwei Sachen, die Sie wissen müssen. Das Spannende an dem Mining-Thema und den ganzen Techniken, egal von welcher Firma, ist, dass tatsächlich das System übergreifend ist. Ja. Wir haben jetzt nur Jira, ja. Wir haben aber auch viele Systeme, wo ein Engineering-Prozess dabei ist. Da ist Jira nur ein Teil für das Feature-Planung, für die Produktplanung. Ja. Dann ist aber das Engineering macht oder das Doing. Und solche Systeme sind dafür gedacht, tatsächlich auch diese, den Gesamtprozess quasi darzustellen, also den kompletten Engineering-Prozess. Ja. Bei dieser Geschichte, das ist halt ein Vorteil. Und hier sehen Sie mal das, was man bei der Befragung rauskommt, wenn Sie jetzt den Manager fragen. Ja? Ganz kurz, das heißt nicht nur Prozesse, sondern auch die menschlichen Abarbeitungstickets. Genau, das hängt immer davon ab. Ja. Ja, die Frage war, also vielen Dank erstmal für den Vortrag. Menschliche Arbeitsschritte beziehungsweise die Daten der abarbeitenden Mitarbeiter, die werden natürlich auch erfasst. Das heißt, man kann dort auch die Optimierung ansetzen, wer für welchen Task dann optimaler arbeiten würde. Ist das richtig? Jetzt oder könnte mit genau. Konjunktiv. Könnte, genau. Weil jetzt ja. Kommen wir nämlich zu dem Thema mit Musk. Das ist im deutschen Recht tatsächlich ein bisschen schwieriger. Wir haben auch einen Sportwagenhersteller in England, wo die Frage bei uns aufkam, ja, dürfen wir denn jetzt gucken, wie die Performance beim Buchen im System ist? Dann sagen die, ja klar, warum nicht? Dann sage ich, hier geht es nicht. Ja, hier muss ich 5% meines Budgets verwenden, um zu gucken, dass die Daten nicht irgendwie im Klartextfeld noch irgendwie einen Namen drin haben. Ja. Also sonst könnte man das tatsächlich tun. Es gibt auch Software, wo man das auf dem PC installieren kann, sodass man es ein bisschen tracken kann. Aber wie gesagt, das ist rechtlich natürlich immer vorher noch abzuklären, ja, bei der Geschichte. Das ist der Prozess, den man gerne hätte. Ja, wenn Sie das Management fragen, wenn Sie neue SAP einführen, S4, wird ein Soll-Prozess aufgesetzt, so soll es aussehen. Ja. Jetzt komme ich in die Kaffeeküche und frage mal, was macht ihr da? Dann sieht der Prozess so aus. Nicht mehr ganz so streamlined, aber an sich noch ganz okay. Das ist auch sowas, was man anstrebt, wenn man Optimierungen macht. Es wird nie den Soll-Prozess geben. Es gibt immer auch Abweichungen. Ne? Das nennt man so Whitelisted-Prozesse, ja, die auch tatsächlich auch bei Jira sind ja Sachen erlaubt. Sind Sachen normal, sie müssen aber halt trotzdem einem gewissen Modus folgen quasi. Und wenn ich jetzt tatsächlich so anschaue, sieht er tatsächlich aus. Ja, es gibt den Chocking-Mechanismus, da kann man so einen Schieberegler in dem Tool hochsetzen und dann sieht man, wie sagen wir, Spaghetti-Code. Ich darf es jetzt leider nicht zeigen, aber stellen Sie sich vor, das ist so ein Wollknäuel. Ja. So sieht es dann wirklich im Unternehmen aus, wenn man das tatsächlich anguckt. Ja. Bei der Geschichte. Und das ist so der Grund, man kann ja mit dem Tool quasi so diesen Modus quasi die Sichtweise verschieben. Man kann sagen, okay, ich will diese Idealsicht sehen, was läuft am meisten. Ich kann aber auch Varianten sehen und das wird halt automatisch gemacht. Ne? Wenn Sie jetzt in Jira denken, ich kann zum Beispiel sehen, das eine Team arbeitet so, das andere Team arbeitet so. Ja? Und ich kann die halt, und das ist der Vorteil, ich kann die halt auch gegenüberlegen, ja? Bei dieser Geschichte. Ne? Und da kann ich sagen, es gibt das, was ist gut und schlecht. Ja? Erste Diskussion bei Prozessberatung, was ist für Sie gut, was ist schlecht. Ja. Deswegen kann man das natürlich, ich habe es einmal gut und schlecht genannt. Mit Jira wäre es vielleicht so, dass man die Features innerhalb einer gewissen Zeit tatsächlich abarbeitet und nicht immer verschiebt, was ja dann zu Verschiebungen im Release, zum Beispiel im Software-Release führt. Das kann gut sein. Ja. In der Produktion kann natürlich sein, dass die Produktion ohne Probleme und Nacharbeiten und so weiter ausläuft. Ja. Beim Buchungsprozess kann es natürlich sein, dass es einfach Dunkelbuchungsrate, sagt man da immer. Ne? Möglichst ohne No-Touch-Rate. Ja? Ganz tolles Wort. Aber im Grunde tatsächlich in vielen Prozessen sollte das ja so sein. Und mit der ganzen KI-Thematik wird diese Rate ja noch steigen oder sollte noch steigen. Ne? Wenn man jetzt mal anschaut, ist es natürlich, ich habe ja über Process Mining erzählt. Eigentlich ist das Nonsens, weil Process Mining ist schon alt, kennt aber jeder. Ja, also auch beim Unternehmer heißt es immer noch intern Process Mining, obwohl wir ein Process Intelligence machen. Intelligence deswegen, weil wir die Daten nehmen mit der Analyse, mit dem Tool und gucken nach vorne und versuchen ja den Prozess jetzt zu verändern. Ich will ja nichts, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, möchte ich ja nicht hinter den Prozess korrigieren. Kann man machen, man kann den Prozess umbauen, aber idealerweise wäre ja, wenn Sie Ihr Auto bestellen, ja, dass es auch rechtzeitig geliefert wird und nicht erst hinterher gesagt wird, das Auto vom Westhäuser, das war jetzt also leider zu spät. Ja. Was kann ich denn tun? Ja, und das ist eben Process Intelligence. Man nutzt verschiedene Tools, die damit bei sind, um zum Beispiel Predictive Sachen zu machen. Da kommt noch ein kleiner Ausschnitt noch dazu. Das kann man eigentlich auch auf Jira übertragen, auf agile Sachen übertragen, indem man dem RTE zum Beispiel eine Möglichkeit gibt, einfach proaktiv zu steuern, ja, und nicht über irgendein BI oder ein Auswertetool, das es auch in Jira gibt, quasi nur die Daten quasi darzustellen. Ja, deswegen habe ich hinten auch mal so zwei so Sachen
so ein bisschen projiziert auf dieses Thema. Ne, Jira ist für mich selber, ich nutze es auch. Ja, also ich muss es nutzen. Wir haben sogar auf der anderen Seite ein Projekt gehabt, wo ich bei unserem Process Mining Team bei den OEMs quasi Jira und Hive eingeführt habe. Auf der anderen Seite haben wir es angeschlossen und ich konnte mich dann quasi selber kontrollieren. Auch mal eine ganz neue Methode. Das heißt, das ist schon sehr kompliziert einzustellen, sehr viel Customizing. Viele machen vieles anders, was auch sicherlich in gewissem Maße gut ist. Ja, aber es sollte sich halt in einem gewissen Rahmen bewegen. Ne? Genau. Was auch noch ganz wichtiger Punkt ist, tatsächlich diese Automatisierung, schnelle Automatisierung. Ich weiß nicht, haben Sie schon Workflow-Projekte gemacht? Bei uns gibt es viele im Haus mit K2, mit Sub-Workflow, mit allem Möglichen. Das waren alles immer quasi kleine IT-Projekte. Ja? Das hilft natürlich bei Prozesseffizienz nicht, sondern dann möchte ja der Fachbereich oder andere Leute möchte ja schnell quasi irgendwas automatisieren. Ja? Das heißt daher, die ganzen großen Tool-Anbieter, die solche Sachen anbieten, haben in der Regel auch eine Automatisierungssoftware im Bauch, die quasi so Sachen wie UiPath und solche Sachen so ein bisschen ersetzen kann. Es gibt immer so ein Miteinander. Ja, man muss auch nicht alles neu erfinden. Manchmal reicht es einfach auch, dass die KI und Process Mining mit den Daten den Trigger gibt, ja, für die Automatisierung. Weil oft fällt ja nicht das Tool, das es programmiert, sondern irgendwie muss auf den Trigger kommen, dass ich jetzt was tun muss, dass ich jetzt jemanden informieren muss, dass ich jetzt irgendwie steuern muss bei der Geschichte. Deswegen haben die ganzen Tools inzwischen deutlich anderes, sagen wir so, einen deutlichen Umfang. Man merkt auch, der eine Anbieter kommt mehr aus der Dokumentationsecke, der hat sich dann mehr so die Tool-Ecke dazu gekauft. Der eine Anbieter kommt mehr aus der Mining-Ecke, aus dem Algorithmus und kauft sich dann einen Unternehmer, der zusätzliche Prozessdokumentation macht, ja, weil viele große Kunden möchten einfach ein All-in-One-Paket, wobei wir inzwischen halt auch eine geordnete Mesh-Geschichte empfehlen. Ja, also es wird nicht funktionieren, außer quasi bei Elon Musk, der alles rausschmeißt, dass man mit einem Tool anfängt, sondern die Tatsache ist tatsächlich, dass man so ein bisschen ein Miteinander hat. Ne? Also wir werden immer gefragt, ja, aber dein Tool, das Tool kann ja auch KPIs, das kann doch auch BI-Sachen. Ja, kann es. Heißt aber nicht, dass ich alle BI-Sachen jetzt in ein anderes Tool migriere, sondern man integriert die beiden dann und jeder macht eigentlich das, was man quasi am besten kann. Ne? Und da ist halt Process Mining, Messen von Durchlaufzeiten und so Sachen fallen einfach quasi out of the box damit her. Ne? Ich kann überall den Maßstab einlegen, flexibel, von dem Arbeitsschritt bis da messen. Ja, und wenn ich jetzt ein BI-KPI berechnen muss, muss ich die KPI anpassen. Ne? Und deswegen, jeder macht das, was er eigentlich am besten kann. Ne? Jetzt kommen wir also kurz ein bisschen zu diesem, was haben wir denn eigentlich im Projekt gemacht? Da gab es im Prinzip mehrere Herausforderungen bei der Sache. Ne? Beim Kunden wurde quasi Jira schon eine ganze Weile verwendet. Ich glaube, es gibt Kollegen, die das wahrscheinlich besser erkennen oder besser wissen. Ich habe es gefühlt schon ganz, ganz lange gesehen. Es war überall verhasst, ja, weil kompliziert und keine Ahnung irgendwie. Und es war teilweise halt auch nicht auf die Methodiken angepasst. Deswegen hat man da beim Kunden dann irgendwann Hive eingeführt und ist es dabei einzuführen. Ja. Das heißt, damit wird da quasi in Jira so, also ich als Laie, ne, ich bin ein Laie, was die Sachen angeht, wird ja quasi die Portfolio-Ebene und so ein bisschen in die Organisation drüber gelegt. Ja, einfach so ein bisschen mehr dem echten Leben. Ja, und da ist man dabei, das zu migrieren und allein diese Migration zu begleiten, was kann ich denn da tun, um das vielleicht zu verbessern und so weiter, da hat man die Idee gehabt, dass man tatsächlich diese Sachen machen muss und dass man teilweise halt auch zwar irgendwelche Auswertungen hat von Jira, irgendwelche Charts, ja, also das sind auch teilweise sehr fancy Sachen dabei, aber so den Gesamtprozessablauf, den hat man einfach nicht gesehen. So wie man früher halt einfach im SAP eine Buchungsmasse gesehen hat, im Sub-Workflow sieht man irgendwas, man sieht in diesem, ich weiß schon gar nicht mehr, wie es heißt, diese Historie, wo Sie die Buchungsschritte ein bisschen sehen können, aber Sie sehen halt nie den Gesamtprozess. Ja? Und ich sage, ein Gesamtprozess ist tatsächlich, ich bestelle ein Auto, ja? Das Auto muss eingeplant werden, dann müssen Teile beschafft werden, Teile müssen produziert werden, dann müssen Teile nachgefertigt werden, dann wird es produziert. Und dann wird es quasi berechnet und dann wird es ausgeliefert. Und erst dann ist der Prozess fertig, weil dann ist der Westhäuser happy. Ja? Und wenn ich sagen will, der Kunde ist happy und tatsächlich bei dem OEM, von dem wir reden, ist es so, da ist tatsächlich die Kundenzufriedenheit extrem wichtig. Da wird auch sehr viel Geld dafür ausgegeben. Und deswegen ist tatsächlich der Gesamtprozess interessant. So, und Jira ist ein Teil davon, ja, weil ich natürlich auch Entwicklungsprozesse habe. Ich habe Softwareprozesse, ich habe andere Sachen, die damit abgedeckt werden. Ja? Was ist natürlich immer so ein Problem, wenn ich keine komplette Transparenz habe, war natürlich auch da, dass man teilweise einen hohen Abstimmungsaufwand hatte. Ne? Es gab halt viel Statistiken. Es würde eine sagen, naja, es gibt schon viele coole Statistiken, ich habe doch alles, was ich brauche.
Aber tatsächlich so eine Kombi aus Statistik, BI und Ablaufdiagramm, wie man es aus ARIS kennt, das gab es tatsächlich von dem her noch nicht. Und im Grunde wollte man halt möglichst schnell was sehen. Das war eine wichtige Voraussetzung von Punkt 1. Und man wollte tatsächlich auch die proaktive Komponente benutzen. Ich sage wollte, weil das Ganze auch noch im Fluss ist. Wir reden jetzt nicht vom Projekt, das ist im Mining-Umfeld, macht man keinen Big Bang wie bei der SAP-Einführung, sondern in der Regel sind das so kleinere Schritte, das sehen wir nachher im Projektablauf. Und da möchte man kleine Automatisierungen machen, zum Beispiel für den RTE, wenn seine In-Out-Rate zu hoch wird, ja, wenn er schlecht plant, es wird einfach schlechter von der Tendenz, dann kriegt er Informationen, solche Sachen waren natürlich im ersten Schritt wichtig. Und dass man dann im nächsten Schritt ausbaut, so eine zielgruppenorientierte Darstellung. Ne? Jetzt haben wir momentan mal ein All-in-One-Dashboard, da kann man so ziemlich alles damit machen. Ja, aber eigentlich möchte man eins fürs Management haben, eins möchte man für RTE haben, eins für die Teammitglieder und idealerweise dann vielleicht noch irgendwie integriert mit den Standardgeschichten, die man da hat. Ja. Das war einmal zu viel geklickt. Kleiner Bildschirm. So. Das Ganze hat ja angefangen, dass damals eine Roadshow gemacht wurde beim Kunden intern. Und dort wurde quasi dann festgestellt, ja, da gibt es ein Tool, oh, da kann man Graphen zeichnen, dann sehe ich meinen Prozess, da könnte ich doch auch sehen, was in Jira gemacht wird, was die Agile Hive Teams machen, wie die ihre Planung machen, wie so die Statusabläufe sind und solche Sachen. Das wäre doch ganz cool. Ja, und dann hat man tatsächlich mit den Kollegen intern gesprochen. Ja, das war lange, bevor wir ins Boot gekommen sind. Und hat dann gesagt, okay, da setzen wir doch mal so eine Art Pilot MVP auf. Inzwischen macht man ja MVPs, da hat man ja ein bisschen was davon. Früher war der Renner quasi die POCs. Ja, inzwischen machen wir immer ein MVP, was für uns gut ist, weil man dann wenigstens auch wieder was zurückbekommt und nicht irgendwie so eine Leiche im Keller hat, die da irgendwie so immer noch läuft. Ja, und da war tatsächlich wichtig, schnell anschließen, schnell machen, ein paar einfache Charts, einfach mal schauen. Leider ist mit dem Schnellanschließen nicht so richtig gut funktioniert. Das lag aber jetzt nicht an der Technik. Sie haben gesehen, 100, 400 Konnektoren. Das lag tatsächlich daran, dass es ein On-Prem-System ist. Ne? Und natürlich gibt es viele Cloud-Konnektoren. Da wäre das quasi zwei Minuten erledigt gewesen. Damit war das ein bisschen langwieriger. Das heißt, man hat dann das Thema mit den Daten, das waren ja immer digitale Zwillinge, sagt man dazu, quasi gekopiert, um mit dem System zu arbeiten. Das liegt einfach daran, bis es bis in Memory kommt, muss es irgendwie aufbereitet werden. Ne? Das heißt, man braucht immer noch irgendwo Daten. Und das ganze Thema Berechtigungen ist natürlich bei dem einen oder anderen Unternehmen auch ein Thema, das kennen Sie vielleicht auch. Das war das Hauptthema. Ja? Da hat sich immer ein bisschen gezogen, deswegen war am Anfang tatsächlich ein paar Monate drin, weil man immer wieder auf ein Ticket wartet, dann auf den Support. Ja? Und was dann erstaunlich war, dass man kaum hat man die Sachen drin, hat man in 3 Tagen die ersten Auswertungen gehabt. Originalzitat des Kunden damals: Oh, jetzt sehen wir auf einmal was, das hat doch jetzt so lange gedauert. Da sage ich: Ja, aber das ist nicht Process Mining, das ist Technik. Das liegt eher an der Basis quasi, die man da immer hat. Ne? Das heißt, man hat damals halt einen eigenen Connector gebaut. Das heißt, wir haben jetzt in der Firma einen Connector für On-Prem und wir haben einen für die Cloud. Das heißt, wenn wir zukünftig Projekte anschließen würden, bei verschiedenen Kunden zum Beispiel, könnte man das relativ schnell einfach auch einsetzen. Ne? Und das Ziel ist tatsächlich jetzt, momentan befindet man sich so in der Rollout-Phase. Das heißt, das Management bekommt jetzt die ersten Views, ja, und wir arbeiten jetzt parallel daran, diese Dinger zu quasi auszurollen und die einzelnen Views zu bauen, was tatsächlich auch ein bisschen eine Schwierigkeit ist. Ja? Zu sagen, naja, was brauche ich denn, um zu steuern? Ja, weil viele, also wir arbeiten nach dem Wünsch-dir-was-Prinzip. Ja, das klingt vielleicht dumm, ist aber praktisch, wenn man sagt, okay, du darfst dir alles wünschen, ja, und wir sagen dir entweder, wann es realisiert werden kann oder was geht halt schneller. Ja? In der Regel können wir fast alles realisieren. Manchmal ist es aber, haben wir ja vorgehört, eine Frage des Budgets. Die werden tatsächlich hier oft nach Jahren vergeben. Da leiden wir auch ein bisschen drunter. Das heißt, man muss das dann länger einplanen. Ne? Aber dazu gibt es Wünsche was. Ne? Ich habe jetzt mal stellvertretend für den Kollegen, der normal ist, darstellen soll, einfach mal ein paar so Hypothesen, die ich damals mitgeschrieben habe, so ein bisschen in den Raum gestellt. Man arbeitet bei Mining ja gerne, wenn man so ein Röntgenapparat hat. Ja, sage ich, muss man immer gucken, was will ich denn anschauen? Ja, sie gehen auch nicht zum Doktor und laufen durch einen Komplettscanner durch und er sagt ihnen, vorne der Schuh ist kaputt, oder der Zeh ist kaputt, oben rechts das Ohr und ihr Herz ist übrigens auch noch gar nicht so gut. Ja, sondern sie gehen ja auch hin und sagen, ja, ich habe Herzschmerzen oder mir saust im Ohr, ja, dann wird das Ohr geröntgt. Und so ähnlich macht man das bei dem Mining auch. Das heißt, man hat in der Regel halt irgendwelche Hypothesen am Anfang. Das kann Kaffeeküche sein, das kann was sein, was es war schon immer so, wurde nie bewiesen.
Ja, der eine ist immer schneller, ich mache es besser, mein Kastenprogramm läuft sowieso besser. Ich spare viel Zeit, weil ich eine SAP-Eigenentwicklung habe. Ganze diese Themen hat man auch im Jira-Umfeld. Der eine sagt, ich mache die Planung so und es ist besser. Das sind alles Hypothesen, die haben wir dann eingesammelt. Und im Grunde hat es tatsächlich sich auf ein einziges Thema herauskristallisiert. Und es ist tatsächlich, ich muss eine Durchlaufzeit von x Tagen mit meinen Features erreichen. Ja. Wie viele davon haben das und welche das nicht haben, was machen die anders? Also dieses Messen der Durchlaufzeiten flexibel mit dem Maßlineal an verschiedenen Arbeitsschritten zwischen Art und Art oder zwischen Art und Team, das war tatsächlich das, was die Kollegen am ersten sehen wollten. Alle anderen Seiten sind natürlich immer, Loops sind immer interessant, denn Loops kosten Geld, kosten Zeit. Ja, wenn wir Ping-Pong spielen, kennen Sie vom Ticket-Tool. Support ist es tatsächlich so, dass man auch immer gerne immer solche Probleme hat, dass es natürlich Zeit kostet. Ne? Die Folien bekommen Sie ja sicherlich auch im Hintergrund, deswegen habe ich auch mehr draufgepackt, als wir jetzt quasi anreißen können. Da können Sie tatsächlich auch nochmal nachlesen. Das ist mal so ein grobes Vorgehensmodell, wie man da normalerweise vorgeht. Das heißt, man macht mal so eine Initialgeschichte und dann gibt es eigentlich immer diesen Loop. Den kennen Sie vielleicht woanders auch. Das heißt, man schließt an, man analysiert, ja. Dann versucht man zu verbessern und dann ist ganz wichtig, der Schritt tatsächlich, das auch später zu monitoren, so ähnlich wie Musk das macht mit einem KPI, cooles Dashboard mit einem KPI, wo die Kollegen beim Kunde sagen, ja, was hast du jetzt da Geld verlangt für ein Dashboard? Ja, wir haben halt mehrere Dashboards und den Prozessgrafen dabei und das wird dann quasi in so einem Cycle gemacht. Ja, und deswegen auch in kleinen Schritten passt es auch gut zum Agile Hive. Denn auch da versucht man einfach nicht das Big Bang zu machen, das Big Dashboard, sondern Dashboardbauer gucken, nutzen, nächstes Mal macht man was Neues. Ja, und deswegen haben wir auch beim Kunden das umgestellt, die ganze Entwicklung in diesem Thema auf diese Hive-Geschichte, weil wir da schon eh immer so gearbeitet haben. Ne? Ich habe es tatsächlich nur Screenshots machen können und rausgucken. Also das sieht im Original viel fancier und schöner auch aus, ja, wobei es immer eine Frage des Designs ist und des Geschmacks. Ja. Bei der Geschichte, aber was halt wichtig ist, tatsächlich solche Sachen wie diese obere Grafik, quasi im Team das In-Out, ja, zu gucken, laufen die Teams irgendwie voll, solche Geschichten. Ja. Und was halt wichtig bei der Geschichte ist, im Mining hat man immer nur einen Graph und hat Content. Nur mit dem Content kann ich verstehen, warum es ist. Ne? Also das kann bei einer Bestellung sein, Kundenmaterialnummer, welches Auto ist es, ne? Was für Kunde ist es, welches Land. Ich versuche immer Zusammenhänge zu erkennen und sagen, okay, da läuft es schlecht, da läuft es gut. Und da habe ich eine Anhäufung irgendwo. Da gibt es auch KI-Module, die das tun. Aber natürlich ein geschultes Auge hilft dann natürlich auch bei der Geschichte. Und man sieht jetzt hier so einen typischen Graphen, wo man halt die Möglichkeit hat, das Art 1 rauszupicken, Art 2, Team 1, Team 2. Und ich kann dann tatsächlich gucken auf unterschiedlichen Flugebenen. Sie sehen diese Schalter, das ist das, was ich vorher gesehen habe. Idealprozess, meist benutzter Prozess zum reellen Prozess, wenn Sie die Schieberegler ganz nach rechts hochlegen. Sehen Sie diesen Wald, mit dem kann keiner arbeiten. Denn ich sage mal, wichtig ist, Elefanten muss man schneiden. Und dann kann man quasi gucken, ob der Elefant ein Ohr gebrochen hat oder ob es der Fuß ist, ja, bei der Geschichte. Was geht noch? Ja, das werde ich immer wieder gefragt. Ist das jetzt der Weisheit letzter Schuss? Was macht KI? Und es gibt einen Spruch bei uns, der sagt, KI ist cool. Ja, mein Kollege sagt immer, das gibt einen Produktivitätshub, ja, wie auch immer der aussieht. Ja. Was ist passiert? Ja, das ist jetzt. Tja, tut nix. Ja. Kann sein, dass da keine Stromversorgung drin ist. Sollte. Doch, er sagt keinen Strom. Ja. Wir sollten das eigentlich da haben, aber normalerweise ist ja USB-C die Lösung wie Gen AI, ja, also für alles zuständig, aber man sieht, dass es nicht funktioniert. Ich versuche dann mal, das so lang zu überbrücken. Ja. Oh, jetzt hupt's. Vielleicht haben wir noch Fragen zwischendurch.
Herr Meck, er sagt, es gibt Strom. Ja, ja, jetzt, er ist wieder da. Gleich ist er auf dem Boden, aber... Wunderbar. Wo war ich stehen geblieben? Ja. So, hoffen wir, dass wir das Passwort auch richtig getippt haben. Genau, also KI ist cool. Produktivität zu, wie der noch aussieht, wird sich noch zeigen müssen. Also da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt. Process Mining, Process Intelligence ist cool. Aber tatsächlich die Kombi wirklich cool. Ja. Und da wollte ich jetzt gerade diese vier Fälle zeigen. Wo man das tatsächlich auch nutzen kann. Weil, wobei ich in meiner Einschätzung tatsächlich, der große Hub kommt tatsächlich so ein bisschen durch die Bedienung. Ja? Also das ist auch wie bei ChatGPT. Ja? Ich benutze selber seit geraumer Zeit jetzt und sage, okay, der Unterschied bei Google und so, da kommt schon mal, also wenn man es richtig eingeht, kommt da auch das Gleiche raus oder Ähnliches raus. Man hat aber im Prinzip... hat man aber eine andere Eingabemöglichkeit. Ne? Und das Gleiche ist bei Dashboards, kennen Sie auch. Ja, man muss das Dashboard bedienen können, man muss es einfach auswerten können. Ja? Und da habe ich meinen kleinen Film mitgebracht. Ich hoffe, oh, kann man den da sehen? Ja, super. So, jetzt haben wir ein Problem. Wie kriegt man das jetzt auf den Screen? Wir können ja zwischendurch ein paar Fragen beantworten. Hey, wir sollen irgendwie überbrücken hier die Technik. Gibt es denn von Ihrer Seite aus schon Fragen, gerade wenn es jetzt zum Thema geht, wie nutzt man das mit Jira oder sowas bei der Geschichte? Oder haben Sie selber schon Ideen im Kopf, wo Sie sagen, nee, ich nutze das täglich, wo man das benutzen könnte? Ah, that's the magic. Oh no. Jetzt versuche ich es mal von hier zu bedienen. Das Video ist tatsächlich jetzt nicht besonders schön, aber ich glaube, es zeigt trotzdem so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Ja, sag mal. Irgendwie sind die nicht... Okay, Ton haben wir jetzt keinen, aber ich mache es mal ein bisschen lauter. Imagine a VP of supply chain who wants to identify ways to improve service levels or a process analyst who wants to understand their current on time and in full delivery rate by customer. Es geht im Prinzip tatsächlich um die Art der Bedienung, ja, nicht um die Inhalte. And makes it very easy and fast for you to explore your process, analyze your key metrics and identify opportunities without the need for building extensive dashboards and lengthy analyses. Let's take a look. We would like to start by asking about our on-time delivery rate. Das ist tatsächlich der Unterschied zu BI-Tools und zu Tools, wie ich in Zukunft mit solchen Prozessanalysen umgehen kann. We would like to dive a little deeper and understand our on-time delivery rate by company code. Let's convert this chart into a table and sort by the countries with the lowest on-time delivery rate. We want to make sure that we're focusing on the biggest problem, so let's add the sales order value to this table as well. We can see that B1 and B2 Vertimode have the worst on-time delivery performance. However, I want to focus on the B1 Vertimode because of the significantly higher sales order value, in this case $557 million. As we can see, based on Salona's recommended insights, the Copilot is giving us multiple key findings for improving the on-time delivery rate. With the process copilot, we have quickly broken down our on-time and in-full delivery rate and identified company B1, Vertimode, as a key driver, where we have many manual credit approvals and delivery blocks. We've gathered all of these insights without the need for any dashboards, simply by asking questions in the copilot with our own words. Das wird tatsächlich zeigen, wie man in Zukunft damit interagiert. Das ist tatsächlich nicht weit weg. Wir sind tatsächlich dabei, das gerade zu implementieren für die ersten Produktionsprozesse. Bei dieser Geschichte, natürlich wird da Technik verwendet, die man auch bei ChatGPT nutzt und solche Geschichten.
diese Sachen laufen auch quasi private, ja, bei der Geschichte. Noch habe ich auch gar keine kompletten Details, ja, wie die Architektur aussehen wird, aber es wurde zugesichert, es läuft in einer Private-Geschichte, es läuft nicht nach außen bei dieser Geschichte. Aber die Art und Weise, wie schnell man da tatsächlich zu interaktiven Dashboards kommt fürs Management, für ein RTE, um den tatsächlich zu entlasten, man kann ja auch mit Sprache das dann bedienen. Das ist tatsächlich der nächste Schritt, den wir hier bei dieser Jira-Geschichte auch machen werden. Das heißt, wir werden das auf ein objektorientiertes Modell umsetzen. Ja. Das ist tatsächlich eine der Sachen, die auch noch kommen werden bei dieser Geschichte. Dass man quasi bisher hat man einen Fall gehabt, einen Case, und jetzt macht man es objektorientiert, dass das System versteht, das ist eine Rechnung, ja, das ist eine Produktion, das ist ein Fahrzeug, und es gibt Verbindungen zwischen den Einzelteilen, ne? Das ist ein Projekt, das ist ein Team, ja, das ist ein Issue, das versteht das System dann, und dann kann man im Prinzip halt ganz andere Auswertungen auch fahren. Ja. Jetzt haben wir durch die Technik ein bisschen was verloren. Deswegen werde ich das ganz schnell machen. Natürlich, wer die Firma nicht kennt, 5 Sätze. Wir sind inzwischen weltweit unterwegs. Ja, es gibt viele Niederlassungen. In der Regel kann man alle Bereiche bedienen. Ich glaube, da ist es vielleicht sogar mehr bekannt. Der VfB Stuttgart ist tatsächlich, seitdem wir Sponsor sind, erfolgreich. Ich sage mal, liegt an unserer Software und Beratung. Mag sein. Muss nicht unbedingt sein, aber ein wichtiger Punkt. Und was vielleicht für Sie interessanter ist, wir haben jetzt Jira als Beispielprojekt gesehen, was man so ein bisschen nur anreißen können, was man da machen kann. Wir haben viele Use Cases gemacht. Die Firma ist tatsächlich spezialisiert auf nicht nur Standard, sondern auch Spezialsachen. Auch wie diese Jira-Sicht, die war am Anfang nicht Standard, jetzt ist es Standard. Wir benutzen immer verschiedene Tools. Das heißt, wenn Sie eins im Haus haben, kann man das benutzen für Jira. Wir machen aber auch Auswahlverfahren. Kann man das benutzen für mein Projekt? Und wir benutzen in der Regel halt die meist benutzten Anbieter. Ja, und das ist jetzt halt aktuell ist es Signavio und Celonis. Ja, das sind einfach 95% der Geschichten. Und die rechtlichen Sachen können Sie auch mal nachlegen. Ja, durch die Zeit haben wir ein bisschen reinholen müssen. Es soll auch einfach nur anreißen, was man damit tun kann. Ja, wenn Sie Interesse haben, man braucht halt schon so eine Stunde oder eineinhalb, damit man auch vielleicht mal was zeigen kann oder so. Ne? Gerade bei der Geschichte. Insofern hat mich gefreut, das Thema mal anreißen zu können. Und dann übergebe ich wieder an Peter.